dich vor. Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. So, ich bin mal noch in die Stadt geflitzt, weil ja, ich kann es nicht lassen, ne? Wenn da so viele Nebenquests auf sind, ich krieg das nicht gebacken. Und habe mich für, da war noch so ein Hexerauftrag. Hier, tödliche Wonnen, Stufe 15, wir sind ja eh schon in Stufe 17. Und vor dieser Wache stehe ich jetzt. Ich bin, in dem anderen war noch dieses von der Katzen aus, von der Katzenschule, diese Armbrust war da noch. Und ansonsten seht ihr, haben wir jetzt hier wirklich bloß noch hochstufige, die wir dann nicht mehr machen können, also die ich jetzt auch noch nicht anfange. Aber wir schauen mal noch, was die Wache uns zu sagen hat. Man kann ja nicht wissen, ne? Also, los geht's. Hier. Dein Auftrag? Wo ist meine Maus? Hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Na, erzähl mal von den Leichen. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Bezahlung? Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Machen wir mal 200. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Aber selbstverständlich. Okay, also, wo sind die Dinger? Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Alles klar. So, dann wollen wir mal schauen. Hey, sieh dich vor der Gosse vor. Ja, das weiß ich schon. Was habe ich denn an Inventar? Ach, das geht noch. Das lassen wir jetzt noch. Wir machen das jetzt hier. Bah, das wegen dem Rinnstein ist nass genug. Aha, du sagst es. Mal sagen, was wir hier für eine Uhrzeit haben, was das für ein pissiges Wetter ist. Das ist ja fürchterlich. Alter vor Schönheit. Nein, das ist ja... Ups, oh. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Ich schlachte euch. Wir verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Ich muss Täuschung skillen, ne? Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Ach, hier oben ist sie. Nee, wir helfen nicht. Ich sehe gar nicht ein, dass ich diesen rotzbesoffenen Pennern mein Geld gebe, was ich mir hier schwer erkämpfte. Ja, das geht nicht. Ey, Täuschung Stufe 1, das ist doch... Glaubt mir, ich tue euch einen großen Gefallen, wenn ich euch kein Geld gebe. Jetzt lasst mich durch. Hey, Meister, pass auf, was du sagst. Wir sind aus der gleichen Branche, aber deswegen musst du uns nicht wie Hunde behandeln. Ihr seid Sei still, du stürzt uns noch ins Unglück. Wer ist ein Hexer? Siehst du nicht? Verpisst euch. Geht aus dem Weg. Machen wir nicht. Ich schon. Gott. Ich lass mir von niemandem was befehlen. Macht mir überhaupt nichts aus, einem Hexer Manieren beizubringen. Oh Mann, Junge. Hau doch den Säufer auf die Fresse. Na komm her, du Penner. Was ist mit Elfen?
Scheiße. Scheiße. So. Ruhe jetzt hier. Genug. Wir haben dich verstanden, Meister. Geht heim. Ihr habt genug. Oh, Mann. Verpisst euch. Lasst mich ja in Ruhe. Ich hab keinen Bock zum Boxen. Keinen Bock zum Boxen. Keinen Bock zum Boxen. Zungenbrecher. Oh, wo ist denn jetzt diese Laborratte hier? So, komm her. Freiern oder nicht freiern? Das ist hier die Rechtsklappe. Ich sehe nichts, es ist dunkel hier. Seht ihr, was ich sehe? Ah, hier, du. Hallo? Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? die Totenwachen, erzähl mir davon. Setz die Maske ab, das ist lächerlich. Es geht um die Totenwachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Also... Wunden. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Okay. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Na gut. Ja klar, schickt mich quer durch die ganze Stadt. Ich hab da Spaß dran. Und dann läuft mir wieder so ein kleiner Säuferpenner über den Weg, wo ich sauer werden muss. Na dann geh in die Ecke irgendwo. Und belästige die Leute nicht. So. Scheiße. Das ewige Feuer geht aus, bevor ich... Ja, ja. Was ist denn das für Mistwetter? Schaut euch das mal an. Das macht so keinen Spaß. Hier reicht's. Schon wieder? Habe ich das nicht gerade gehört? So. Leute, helft mir! Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Okay. Genagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Okay. Hey, die drehen hier voll ab, die Hexen. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Na super. Ich klaue hier einfach mal die Schlüssel. Das schaut also mal aus wie ein Huf, oder? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Ein Succubus, oder? Ein Succubus hat doch Hufe. Aber die Succubus tun doch sich nur Vergnügen und tun immer nur ein bisschen Leben aussaugen, also ein bisschen Lebensenergie absaugen. Und dann... Weil mehr brauchen sie ja nicht. Das hat doch die im zweiten Teil erklärt. Dass sie nur... Okay. Nur... Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Zur Krüppelkati? Und wer ist die Krüppelkati? Sieht nach Regen aus. Gerald, das ist jetzt eigentlich egal. Wir wollen hier zur Krüppelkati. Verschlossen. Sprich mit dem Eigentümer des Bordells.
Ja. Na prima. Ich will schönes Wetter. Wehe, jetzt ist kein schönes Wetter. Ja. Dem Eigentümer des Bordells. Der muss ja da drin sein. Das wieder los, muss ich hier wieder in irgendeinen Puff gehen, oder? Was ist denn hier? Kann man hier rein? Abgeschlossen. Kann mir jetzt sagen, dass der Puff erst in der Nacht aufmacht, oder was? Hier ist auch kein Eingang, oder? Nee. Oder? Nee. Schon wieder klatschnass. Ich habe da gerade so einen Schlüssel gefunden. Kann der mir vielleicht jetzt hier weiterhelfen? Im Regen kostet es das Doppelte. Ah ja, interessant zu wissen. Von der Jaruga bis zu den Drachenbergen. Jaruga? Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Hier, sie ist das. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Ah, ja. Wir haben die Nutten Prinzipien. Also, spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Oh, Mann. Ich will dich was kaufen? Hast du was? Zeig mal her, was hast du zu verkaufen? Hast du was zu verkaufen? Ah, ja. Himbeeren, Erdbeeren. Man braucht bestimmt irgendwann so einen Scheiß, wenn man hier das so... mach mal zurück. Nein. Nee, wir wollen auch kein Mädchen haben. Wäre uns so unhöflich. Deine Gossenweiber kannst behalten. Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Oh, Mann. Warum brauch... Also, ich weiß, wenn ich das nochmal durchspiele mit anderen Entscheidungen, werde ich als erstes diese blöde Täuschung skillen. Verdammt nochmal. Machen wir's mal nett. Du lügst, das weiß ich. Die Spuren des Mörders führen hierher. Ich lass mich von dir nicht beleidigen. Wenn du wirklich ein Fährtenleser bist, schaffst du das alleine. Leb wohl. Ich muss mich draußen umsehen. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Nee, ihr seid mir hier zu abgefuckt, ihr Dreckshuren. Hier gehen wir raus, Geralt. Komm, wenn, dann nehmen wir uns einen edlen Puff. Den Dreck machen wir hier nicht mit. Eieiei. Müssen wir uns da von dieser Bordsteinschwalbe beleidigen lassen. Das machen wir nicht mit. So. Du musst eigentlich pissen gehen, aber... Ja, dann geh pissen. Gott, du hast Probleme. So, wo war das hier? Aha. Achso, das war verschlossen. Genau. Na gut. Na, ich sehe doch was. Hi, der Witzka, hier. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Mhm. So, na, haben wir wieder hier unser Schnüffelding. Na gut. Dann schnüffeln wir uns halt hier ein bisschen durch die Gegend. Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Hey, ich mach... Kein Handschlag mehr in eurer Pissstadt für euch. Penner, so wie ihr mich beleidigt. Ich tue für euch hier den Drecksarbeit machen und ihr... Ah, okay. Das ist es. Das ist nicht normal. Was ist mit dir los? Wo bin ich? Irgendwas Seltsames aufgefallen? Ist dir hier was Seltsames aufgefallen? Etwas Beunruhigendes? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Inneren ist. Sag ich doch, Succubus.
dann wollen wir mal. Schlüssel benötigt. Also ihr macht mich auch noch mal ganz fertig. Hopp. Gefunden oder was, dass mir das jetzt hier. Nee. Vielleicht über den Balkon. Gucken wir mal. Ups. So. Und hier rein. Abgeschlossen, okay. Ich glaube, ich darf hier gar nicht klauen, oder? Ich bin da im Bett. Ich habe nicht gespeichert. Warum bist du auf der Straße, hä? Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Ich muss zum Brunnen. Natürlich. Um ihn zu vergiften. Ganz sicher. Elfen? Die Elfen ist mir jetzt aber eigentlich wurscht. Hey, du! Ja, schon du. Wieder Regen. Verdammte Nase. Was sollen wir mit dir machen, Ali? Können wir mit dir reden? Ja, kotz mich noch an. Die Elfen vielleicht hier? Ah ja, okay. Na gut. Hart. Ganz rabiate Weise. Art und Weise. Ich sehe nichts. Es ist doch fürchterlich, oder? Wenn es so scheiß dunkel ist. Verdammt nochmal. Da müsste man ja jetzt irgendwie rüberkommen. Eine Treppe. Ja, aber warum habe ich denn dann hier die Tür eingedonnert, wenn haben wir hier noch was? Probieren wir hier nochmal. Okay, das war nichts. Irgendwas ist zwar geflogen, aber nicht das, was sollte. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. Bettler? Ist im Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Was muss ich an eine gute hier? Stelle drängeln. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sich ja irgendeine Bestie. Hilf einem armen Kerl. Ja. Oh, nein! Oh Gott! Was für ein Scheißdreck! Wo war die Tür? Hier, oder? Verdammt, wo bin ich denn reingegangen? Jetzt finde ich wieder den Eingang nicht mehr. Ihr werdet ja bekloppt. Hier? Ja, hier war's. Okay. Okay, wenn das, also sowas Blödes, ne? Mit mir macht's was mit, oder? Das sage ich euch. So, also nochmal. Lassen wir uns halt nochmal von den Pennern hier beleidigen. So, entschuldigt. Hilf einem armen Kerl. Nee, ich helfe euch nicht. Ich will nicht. Ich will nicht nochmal da runterfallen. So, hier ist nix.
Ist ein Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. So. Nein. Ein Kriegsveteran. Eine Krone? So. Oh Mann. Sieht ganz gut aus, oder? Das müsste jetzt hier unten drunter sein, oder? Oh! Okay. Hier ist aber niemand, mit dem ich reden kann. Oder? Ach so, ich bin ja direkt ins Haus reingehupft, oder? Ah ja. Na komm mal her, Madame. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Aha. Bist du hier, um mich zu töten? Reden wir erstmal mit ihr. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Oh, verlass die Stadt, komm Mädchen, raus mit dir. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Na dann geh, Mädchen. Ich hab dir gerade dein Leben gerettet. Könntest ein bisschen dankbar sein. Keine Dankbarkeit mehr von den Weibern, hä? Huh? Mann, 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 Mann. Geralt. So geht das nicht weiter. Du lässt dich da immer ausnutzen von denen. Und es gibt nicht mal Dankbarkeit. Weißt du, der andere Succubus ist wenigstens noch mit dir in die Kiste gehupft. Den konntest du wenigstens noch... Mit dem konntest du es wenigstens noch vergnügen. Ach, halt die Klappe. So, komm her hier. Du. Hm? Hier. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Na, dann haben wir das auch noch erledigt. Wir haben doch echt ein gutes Herz, ne? Was haben wir da den Succubus wieder mal leben lassen? Was suchst du hier, Schmerzbringer? Ja, ich gehe jetzt zum... Wollen wir uns... Achso, erst ein Waffenschmied. Verdammt nochmal, ich dachte... Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Wir gucken mal uns noch schnell ich diese Katzenschwerter an. Jetzt kriegst du das hin? Habe ich diese Zutaten fehlen. Was ist das denn? Wachs. Ich hatte doch schon mal Wachs. Ich kann mich erinnern. Mal sehen, was er noch hat. Explosive Folgen. Zeig uns mal die Katzenschwerter da von der Katzenschule. Ich weiß jetzt leider nicht... Das ist ja, das finde ich richtig geil, ne? Schaut euch mal den Schaden an. 523. Stufe 37. Ich könnte es sogar bauen, aber was soll ich das jetzt bauen, wenn ich es die ganze Zeit nur mit mir... Katzensilberschwert, guck mal. Minus 10. Das macht weniger Schaden als das, was ich jetzt hatte. Das ist benötigte Stufe 16. Das ist besser als was ich jetzt habe, oder? Verdammt. Ja, das ist ja schon, hat schon lange ausgedient. Was bist du? Du bist ein Stahlschwert, oder? Stufe 21.
Greifenstahlschwert, du bist ja vollkommen schlecht. Katzenstahlschwert, was ist mit dir? Haut mich jetzt nicht vom Hocker, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Aber das Silberschwert werde ich mal kurz basteln. Das werde ich mir mal kurz angucken. Ups. Macht aber 10 weniger Schaden. Nee, es ist ein Schmarrn. Warum sollte ich das jetzt anfertigen? Das ist doof, dass ich hier nicht gucken kann, was ich... Moment mal, ich kann doch gucken, oder? Was habe ich denn zurzeit? Verbessertes Greifen. Ah, das ist das Stahlschwert, 168. Und was haben wir? Ach, dieses Silberschwert haben wir ja sowieso schon. Also, das Greifen-Stahlschwert, 168 Schaden. Dann gehen wir nochmal runter. Guck mal noch. Würdest du bitte, danke. So, Silberschwerter, Stahlwaffe. 168 habe ich gesagt. Stufe 21. Stufe 2. Was haben wir hier? Greifenstahl. Bisschen noch schlechter. Und das Katzen macht 168. Das macht den gleichen Schaden. Sonst haben wir hier nichts, oder? Die sind alle schlechter. Wir haben nur Schrott hier. Und das Scherbenschwert? Ja, Stufe 25. Ja, das ist nun... Schwert der Scoia'tael 27. Eieiei. Die machen alle den gleichen Schaden. Das ist gehupt wie gesprungen. Da kriegen wir... Also das beste Schwert haben wir jetzt momentan dann schon. Was ist mit dem hier? Stufe 30. Ja, alles klar. Stufe 42, seht ihr das? Chance auf Bluten. Ja, es ist Blödsinn, das jetzt zu bauen. Nur, dass man es hat? Nee, will ich nicht. Da bin ich jetzt pissig. Will ich nicht. Und Rüstungsbauer ist ja keiner. Was können wir denn hier noch? Können wir noch was zerlegen? Was haben wir hier? Wow, was haben wir hier für ein Schwert? Ein Silberschwert mit 241 Schaden? Was haben wir denn hier einstecken? Und ich laufe mit so einem... Okay. Na gut, wir gehen mal auf Handeln. Das kannst du ihm verkaufen. Das kannst du ihm auch verkaufen. Hier, die ganzen Dinger können weg. Schaut euch das mal an, das ist auch geil, ne? Von der wilden Jagd zu einer Kriegsaxt, die hebe ich mal rauf. So, was bist du? Hallo? Knüppel kann auch weg. Das kann auch weg. Echt, schaut. 275. Also da ist meins besser. Das kann weg. Aber wir haben ja... Wo ist das andere Ding? Hier, oder? Die Mondklinge. War im zweiten Teil, oder im ersten Teil war die Mondklinge auch eins meiner Lieblingsschwerter. Nee, es ist auch schlechter. Ich dachte, es wäre besser. Ich habe schon das beste Schwert, was... Oh, der Händler hat nicht genügend Geld. Ah, okay. Ja, gut. Was hast denn du? Hast du hier noch ein bisschen bessere Runen? Taumeln? Bluten? Verbrennen? Einfrieren? Chance auf Vergiften? Chance auf Betäuben? Betäuben ist gut, weil wenn man sie betäubt, ne, dann kann man sie schön abschlachten. Ja, ich weiß. Das klingt schon wieder so krank, was ich von mir gebe. Es tut mir auch leid. Ja. Nee. Ja gut, dann lasse ich das erstmal. Wir sind vor lauter Einkaufen. Bei 30 Minuten. Bis dann. Ich suche mal noch so einen. Das ist. Das war jetzt Waffenschmied. Ich suche einen Rüstungsschmied. Und guck mir mal noch die andere Ausrüstung an. Ah, das wird angezeigt. Waffenschmied. Da müsste ja mir der Waffenschmied. Nee. Ich habe gedacht, es zeigt mir dann auch an, wer Rüstung macht. Aber wir haben doch hier unseren meisterlichen Rüstungsschmied. Hier, er ist doch... Ach, Rüstungsschmied ist dann hier, wo das... okay.
Da gibt's in der Stadt gar keinen Dasher her. Da müssen wir sowieso aufs Land raus. Gut, dann gehe ich mal zum Rüstungsschmied und schaue mir an, was mit der Katzenrüstung ist. Weil wir haben ja da alles bekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann überlege ich, ich glaube, es wird Zeit, dass wir dann wirklich mal dieses Land hier verlassen und uns auf die Inseln begeben und mal dort umblicken, was da so los ist. Weil wir wissen ja, dass Yennefer auch da nach Skelly gegangen ist. Und nachdem wir ja jetzt Triss schon verjagt haben, also Triss im wahrsten Sinne des Wortes davon geschmissen haben. Ja, ich kann da nichts dafür. Ich mag Triss nicht so fertig. Und ich werde in meinem privaten Spielstand mache ich ja ganz anders. Also da habe ich dann auch den Weg von Roche genommen. Und da werde ich dann Triss-Romanze machen und werde vielleicht als das nur als Gameplay ohne Kommentar hochladen. So gewisse Abschnitte, also werde auch da dann beim Barbaron anders entscheiden. Und werde mal sehen, dass ich da dann vielleicht diese Dinger noch so als Walkthrough hochlade, damit ihr so alternative Entscheidungen seht. Je nachdem, aber momentan möchte ich halt erstmal das Let's Play machen und meinen privaten Spielstand auf Zeiten lassen. Für den habe ich irgendwie gar keine Zeit und ich müsste auch mal wieder Dragon Age spielen. Aber ich glaube, bis diese Folgen hier draußen sind, ist Dragon Age schon längst zu Ende, oder? Egal. Wie dem auch sei, waren jetzt kleine so Selbstgespräche, Überlegungen und tralala. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gucke mir hier die Rüstung an und erkläre euch dann beim nächsten Mal, was ich gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Emerald 70. Bye, bye.